Ja, mein Name ist Eschen, Hans Eschen, und wir haben hier einen Mercedes 220 SEDC als Coupé. Ich habe das Fahrzeug 45 Jahre, habe es dann nach und nach saniert und restauriert. Und diese Maschine, die habe ich vor 2 Jahren total revidieren lassen, sowie auch die Hinterachse. Das andere, das Leder von innen, die Innenarbeiten sind noch original. Und wie gesagt, 45 Jahre, auch fast immer angemeldet gewesen. Und habe dann peu à peu die Teile besorgt und dann erneuert. Ja, das ist ein 190 SL, Baujahr 356, stammt aus Memphis. Tennessee hat damals vor den Kneipen von Elvis gelaufen, kann man sagen. Kam rüber im Zustand 6 im Jahr 2011, mit einem Gabelstapler aus dem Container geladen und dann komplett neu aufgebaut innerhalb von 4 Jahren, das meiste selbst gemacht. Ja, und ist natürlich ein perfektes Auto jetzt, hat eine sehr schöne Farbkombination. Mercedes Feuerrot 534 und dann cremefarbenes Leder. Einer der besten, würde ich mal sagen, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, weil wir haben keinen Mondpreis, die Restaurierung war teurer, als was dran steht. Holger, haben wir das schätze mal irgendwann zugelegt. Den haben wir jetzt 5 Jahre und technisch ist das wirklich ein tolles Auto. Nur so sagen, der hat einen neuen Motor drin, hat einen anderen Motor drin, 5,7 Liter, hat 330 PS, hat andere Achsen drunter, sogar hinten höhenverstellbar die Achse, also mechanisch höhenverstellbar. Die Patina hier, das Auto kommt aus Kalifornien, ist 1960 gebaut worden. Man muss jetzt nicht meinen, dass er durchgerostet ist oder so, sondern die Farbe ist schlicht und ergreifend weggebrannt durch die starke Hitzeentwicklung dort in Kalifornien. Vielleicht nochmal ein Sandsturm drüber, weiß ich nicht. Wir fliegen ihn schön ein, immer mit Overtour jedes Frühjahr. Ein Auto der anderen Klasse, würde ich mal sagen. Jemand, das ein bisschen rustikaler mag.